ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Kanal abonniert, geliked und sogar geteilt haben. Dank eurer Unterstützung wächst die Community stetig. Diejenigen, die noch kein Abo haben, können dies jetzt nachholen, indem sie einfach auf den Button klicken und die Glocke aktivieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche euch nun viel Freude mit der nächsten Episode. Wer bist du? Das geht dich nichts an. Wer hat dich beauftragt? Ich sagte gerade, das geht dich nichts an. Dann prügel ich es aus dir heraus. Das haben schon andere versucht. Ich bin nicht andere. Das bringt nichts. Gut, du willst es nicht anders. Wer hat dich beauftragt? Vergiss es. Na gut, dann nicht. Vivian fand beim Durchsuchen einen Kommunikationschip. Vivian, hast du etwas gefunden? Ja, einen Kommunikationschip. Ich hoffe, Dax kann den entschlüsseln. Wir werden sehen. Was hast du jetzt mit dem Helden vor? Wir nehmen ihn nicht mit auf die Vergo. Er ist nur Ballast. Wie sieht dann dein Plan aus? Zur Vergo. Dax den Kommunikationschip geben, dann nach Bordok zu Talonstein. Ich hoffe, dass Dax den Chip entschlüsseln kann. Danach müssen wir sehen. Das ist in Ordnung. Dax, ich habe hier einen Kommunikationschip. Versuche bitte, ihn zu entschlüsseln, während Jackson und ich die Gewehre ausliefern. Captain, ich mache mich gleich an die Arbeit. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Dorfvorsteher Talon Stein teleportierte Vivian mit Jackson und den 30 Gewehren zu Beginn der Nacht ins Bergdorf Bordok. Ein beeindruckender Auftritt. Ich nehme an, diese Technik ist nicht zu verkaufen? Es ist eine besondere Fähigkeit von Vivian. Es ist keine Technik. Ich verstehe, danke. Als Sie Miss Vergo sagten, Sie bringen die Gewehre heute noch, waren wir besorgt. In der Nacht traut sich keiner von uns mehr vor die Tore des Dorfes. Ich denke, dass sich das in naher Zukunft ändern wird. Da gehe ich ebenfalls davon aus, dank Ihnen, Miss Vergo. Bürgerrat Stein, wir müssen leider weiter. Ich verspreche, dass wenn sich die Gelegenheit ergibt, wir wiederkehren. Sie sind jederzeit willkommen. Vielen Dank, auf bald. Zurück auf der Vergo hatte Dax eine weniger gute Nachricht. Der Kommunikationschip war für Dax nicht zu entschlüsseln. Eileen riet Tom Clark zu kontaktieren. Dax, öffne einen Kanal zur Raumbasis, Sir. Jawohl, Captain, Sie können sprechen. Vergo and Commander Clark von Raumbasis, Sir. Vivian, wie kann ich dir helfen? Ich habe einem Spion auf Antara einen Kommunikationschip abgenommen. Leider ist es uns nicht möglich, ihn zu entschlüsseln. In deinem Sektor ist die Fregatte Gammon. Ich weise sie an, dir zu helfen. Der Commander der Gammon heißt Bar on Fork. Clark, Ende. Commander Fork, die Vergo benötigt dringend technische Unterstützung. Selbstverständlich, Commander Clark. Worum geht es? Vivian Vergo hat einem Agenten einen Kommunikationschip abgenommen. Leider ist es ihr nicht möglich, die Verschlüsselung zu überwinden. Ich gehe davon aus, dass die Terillianer zivile Agenten auf Vivian Vergo angesetzt haben. Das würde zu deren Vorgehensweise passen. Wo befindet sich die Vergo? Derzeit noch im Orbit von Antara. Wir werden sofort nach Antara springen. Sehr gut, Clark, Ende. Commander Fork and die Vergo, wir befinden uns derzeit im Sprung auf Ihre Position. Machen Sie sich bereit zur Aufnahme Ihres Schiffs in unseren Hangar. Fork, Ende. Sish, du hast es gehört. Jawohl, Captain, ich bin immer bereit. Nachdem die Vergo im Hangar der Gammon ihre Parkposition eingenommen hatte, sprang die Gammon aus dem Einzugsbereich von Antara zurück in den freien Raum.
Danke, Commander Fork, dass Sie uns helfen. Das ist nur fair Ihnen gegenüber. Sie haben unsere Raumbase vor der Infiltration bewahrt und sind dafür von dem Feind angegriffen worden. Dank Ihrer Tat ist ein Krieg verhindert worden. Dabei haben Sie sich zur Zielscheibe gemacht. Sie erhalten jegliche technische Unterstützung, die uns möglich ist. Vielen Dank, Commander. Unser Problem ist dieser Kommunikationschip. Normalerweise schafft meine Technikerin das problemlos. Captain Sixon, kümmern Sie sich um den Kommunikationschip. Jawohl, Commander. Oh, ein Militärchip, Miss Vergo. Sagen Sie Ihrer Technikerin, dass diese Militärchips eine dreifache Verschlüsselung haben. Ich werde es ausrichten, danke. Sie sind aber in der Lage, ihn zu lesen? Ja, das sind wir. Geben Sie mir einen Moment. Miss Vergo, ich habe die Aufnahmen gesehen, wie Sie die 5 Jäger angreifen wollten. Sie haben die 5 Jäger verdampft. Und das im Hyperraum. Was für eine Waffe ist das? Sie gestatten mir, dass ich Ihnen das nicht verrate. Eine Frau braucht ihre Geheimnisse. Vielleicht verraten Sie es mir eines Tages. Eines Tages. Auf dem Chip ist die Aufzeichnung einer Kommunikation. Ich habe einen Auftrag für Sie. Diese Person, Vivian Vergo, wird früher oder später auf Antara in Tillys Bar auftauchen. Ich übermittle Ihnen ein Foto von Vivian Vergo. Man sagte mir, diese Person sei äußerst gefährlich. Wir sollen sie nur aus großer Distanz beobachten. Ich bin jedoch der Meinung, so gefährlich kann dieses Ding nicht sein. Ihre Aufgabe ist es, alles über sie in Erfahrung zu bringen, was möglich ist. Ich werde mich um die Sache kümmern. Sobald ich Näheres weiß, melde ich mich. Der Dicke ist uns bekannt. Er ist der Minenbetreiber im Sektor Antara. Wir haben ihn schon einige Zeit im Visier. Bisher konnten wir ihm seine schrägen Geschäfte nicht nachweisen. Es war uns bisher nicht möglich, unentdeckt in sein Büro zu kommen, um dort eine Wanze zu platzieren. Ist das alles? Nur eine Wanze platzieren? Der Eingang zum Bürogebäude hat mehrere Sicherheitsebenen. Selbst unsere besten Spezialisten haben diese Sicherheitsmaßnahmen nicht überwinden können. Geben Sie mir die Wanze. Ich bringe sie im Büro an. Die Gammon verließ nur kurz den Hyperraum, um die Vergo aus dem Hangar auszuschleusen. Vivian hatte die Vergo noch vor dem Ausschleusen in den Tarnmodus versetzen lassen. Somit sah es für einen Außenstehenden aus wie ein normaler Etappensprung eines Großraumschiffes. Zish brachte die Vergo in eine orbitale Umlaufbahn. In der Zwischenzeit nutzte Eileen ihre Fähigkeit, um ein Portal im Frachtraum der Vergo zu erzeugen. Als Jackson und Vivian dieses Portal sahen, wussten sie, warum der Auftraggeber darauf bestanden hatte, dass Eileen zum Team gehört. Eileen, und er wird mich wirklich nicht sehen können? Ja, Vivian, für ihn wirst du völlig unsichtbar sein. Vivian, das ist die beste Tarnung, die ich je gesehen habe. Irgendwann ist immer das erste Mal. Vivian ging mit einem mulmigen Gefühl im Bauch durch das Portal. Vivian platzierte schnell die Wanze. Offenbar sprach der Dicke mit seinem Boss und kehrte zur Vergo zurück. Wir haben die Vergo erst vor 100 Parsec im Orbit zurückgelassen. Wie bei allen Galaxien ist es ihr möglich gewesen, so schnell die Wanze zu platzieren. Commander, ich kann es nicht erklären. Ich dachte noch, sie scherzt, als sie sagte, ist das alles. Ich schlage vor, unsere Spezialisten von ihr ausbilden zu lassen. Offenbar überwindet sie ein System wie das in der Mine problemlos. Es war vollkommen richtig, diese Frau zu unterstützen. Sie öffnet Türen, die für uns verschlossen sind. Bitte spielen Sie die Aufzeichnung ab. Ich wusste nicht. Erzählen Sie mir nichts. Ihr Agent hat Mist gebaut. Jetzt ist diese Frau von Ihnen selbst gewarnt worden. Es wird nicht lange dauern, bis sie herausfindet, wer Ihnen die Aufträge erteilt. So schlimm kann es doch nicht sein. Der Agent war eben nachlässig. Ich denke... Das ist eine glatte Lüge. Sie denken nicht. Diese Frau hat 5 Jäger im Hyperraum verdampft. Die Jäger hatten bis zu dem Zeitpunkt nur langsam aufholen können. Offenbar verfügt Ihr Frachter über militärische Antriebe. Und dann behaupten Sie, so schlimm kann das doch nicht sein.
Was für eine Droge inhalieren Sie? Es ist doch offensichtlich, dass sie mit militärischen Waffen und Antrieben ausgestattet ist. Dann haben Sie doch einen Beweis, dass die Gegenseite mit Agenten des Militärs arbeitet. Sie haben es immer noch nicht begriffen. Diese Frau wird nicht in den surianischen Datenbanken geführt. Sie hat noch nicht einmal ein Visa beantragt. Wie soll man bitte schön beweisen, dass sie zu den dortigen Militärs gehört? Ziehen Sie Ihre Agenten zurück. Sagen Sie Ihren Piraten, sie sollen ebenfalls die Füße ruhig halten. Ist das Ihr Ernst? Wenn Sie sich nicht daran halten, schicke ich jemanden zu Ihnen. Übertragung Ende. Ich lass mir doch von dir nicht meine Geschäfte verbieten. Zurück auf der Vergo. Vivian hatte Eileen darum gebeten, den Auftraggeber zu einem Gespräch zu rufen. Wenige Parsec später trafen sich Vivian, Jackson, Eileen und der Auftraggeber im Aufenthaltsraum. Sie wollten mich sprechen, Miss Vergo. Worum geht es? Ich frage mich die ganze Zeit über, warum ich? Warum bekomme ich die Fähigkeit, mich zu zappen? Warum habe ich die Artefakte erhalten? Und warum habe ich diesen Anzug hier bekommen? Sie wurden ausgewählt, weil Ihr Team und Sie eine Fähigkeit besitzen, die nur wenige Teams haben. Das ist Loyalität und das Einstehen für den anderen. Ihnen dies in Worten erklären zu wollen, was alles dahinter steckt, ist unmöglich. Ich gehe davon aus, dass der Auftrag mit Juwel ein Test war. Richtig. Ich musste wissen, wie Sie in einer ausweglosen Situation reagieren. Ferner musste ich wissen, wie ehrlich Sie sind, wenn Sie großer Versuchung ausgesetzt sind. Sicherlich hätte ich das nachsehen können auf der Zeitachse. Aber zu diesem Zeitpunkt waren die Geschehnisse noch nicht so dringend. Sie sehen selbst, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat. Bei all dem, was ich bis jetzt gesehen habe, verfügen Sie über Möglichkeiten, die jenseits der Vorstellungskraft sind. Warum machen Sie es nicht selbst? Weil mir, ob Sie es glauben oder nicht, die Hände gebunden sind. Das hat mit Zeit zu tun, ich habe doch recht. Ich greife das mal auf. Sie sind nicht aus dieser Zeit. Sie dürfen den Ablauf nicht verändern. Da ich aber und meine Besatzung aus dieser Zeit sind, können wir es. Ja, das macht Sinn. Sie haben sich soeben die Frage selbst beantwortet. Unsere Zeitachsen gleichen sich immer mehr an. Es wird nicht mehr lange dauern und sie gehen synchron. Hoffentlich erfahre ich dann mehr. Nein, ich war noch nicht fertig. Eileen, wird sich das jemals ändern? Vivian, das wird es. Die Zeit wird kommen. Vivian hatte zwar ein paar Antworten bekommen, aber es fühlte sich nicht so an, als hätte der Auftraggeber seine Absichten wirklich offenbart. Ihr blieb die Hoffnung, dass sich das eines Tages ändern würde. Aus einem Bauchgefühl heraus hatte Vivian beschlossen, noch einige Zeit im Orbit des Minenmonds zu bleiben. Der Crew hatte Vivian Zeit zum Ausruhen gegeben. Die Wache übernahm Vivian selbst. Commander Fork an Vergo, wir müssen uns unter vier Augen unterhalten. Übermitteln Sie mir Ihre Koordinaten, dann sind wir in wenigen Parsec bei Ihnen. Koordinaten sind raus. Sind angekommen, bis gleich. Die Stimme von Commander Fork klang seltsam aufgeregt. Am Treffpunkt traf die Vergo zuerst ein, wenige Parsec später traf auch die Gammon am verabredeten Treffpunkt ein. Die Vergo schleuste sich in den Hangar der Gammon ein, kaum hatte sie die Parkposition eingenommen, wurde am seitlichen Schott der Ladebucht um Einlass gebeten. Bist du bereit, Jackson? Ja, bin ich. Commander Fork, Captain Sixon, jetzt bin ich überrascht. Glauben Sie mir, Miss Vergo, das waren wir auch, als wir den Spion auf der Brücke entdeckt haben. Die Gammon ist unterwandert worden? So ist es, Mr. Jackson. Kommen Sie bitte herein. Computer, sichere die Vergo. Jawohl, Captain, schon geschehen. Dann lassen Sie uns in unseren bescheidenen Besprechungsraum gehen. Durch einen Zufall hat Captain Sixon bemerkt, dass ein Brückenmitglied eine Textnachricht versenden wollte. Das von ihm sofort verhindert wurde. Die Brücke ist jetzt unter rotem Alarm und nur noch von uns beiden zu betreten. Das klingt nicht gut. Die Crew der Gammon muss also auf ihre Ehrlichkeit geprüft werden. Von wie viel Besatzungsmitglieder sprechen wir? Von 678 Besatzungsmitgliedern. Das ist unmöglich zu schaffen. Wir müssen eine Warnung an die Raum Bessur schicken. Hatte der Mann auf der Brücke noch Gelegenheit, einen seiner Kontakte zu warnen? Nein, hatte er nicht mehr und hat es nicht mehr. Ich verstehe. Geben Sie mir einen Moment Zeit, ich muss alleine in Ruhe nachdenken. Vivian ging zu Aline und bat sie bei dem Problem um Hilfe.
Er hat das vorausgesehen. Er hat dafür gesorgt, dass die restlichen 5 zu diesem Zeitpunkt im Mannschaftsraum 37 sind, weil das der entscheidende Punkt ist, der den Beginn des Kriegs beeinflusst. Wie nah bin ich an deiner Zeitlinie? Konzentriere dich auf die 5 Personen. Dann zappe sie in den hinteren Teil unseres Hangars. Ich habe dort ein Kraftfeld erstellt. Es wird die kommende Explosion aufhalten. Bitte was? Ja, Vivian, ihre Implantate explodieren innerhalb des Kraftfelds. Das wird unmittelbar nach dem Zappen passieren. Ich habe sie erfasst. Ich zappe sie. Das Kraftfeld ist auf voller Leistung. Jeder an Bord der Vergo spürte die dumpfe Explosion, die als Beben durch das gesamte Schiff ging, als Vivian wieder den kleinen Besprechungsraum betrat. Haben Sie die Spione etwa enttarnt? Wie groß ist der Schaden? Beruhigen Sie sich, Commander Fork. Ich habe sie in den Frachtraum der Vergo in ein Kraftfeld gezappt. Sie haben was. Captain Sixon, es ist nichts passiert. Vivian würde sonst nicht so ruhig dastehen. Ich nehme an, das waren dann alle terrillianischen Agenten. Richtig. Es waren 5 weitere Agenten an Bord der Gammon. Die gute Nachricht, Commander Fork. Die Gammon ist wieder sauber. Wenige Parsec später auf der Brücke der Gammon. Wegen den Piraten hatte ich eine Idee. Konzentrieren wir uns einmal auf die verloren gegangenen Schiffe. Die sind allgemein bekannt. Dessen bin ich mir bewusst. Ich habe da eine Idee. Vielleicht finden wir darüber heraus, in welcher Region die Piraten sind. Computer. Ich habe eine komplexe Aufgabe für dich. Stelle dies grafisch nur mit Punkten dar. Erzeuge eine stilisierte Karte der Frachterrouten. Trage die Position aller verschwundenen Frachtschiffe in die Karte ein. Markiere die Schiffe mit der geringsten Maximalgeschwindigkeit mit Blau. Markiere die Schiffe mit der höchsten Maximalgeschwindigkeit Rot. Füge die restlichen Schiffe mit der Farbe Grün und deren letzte Position ein. Berechne mit folgender Variablen. Gehe davon aus, dass alle die gleiche Zeit brauchten, um zu verschwinden. Ermittle den Fixpunkt, der auf alle Schiffe zutrifft. Markiere diesen mit der Farbe Gelb. Dort sind die Piraten. Dort ist nichts außer einem Asteroidenfeld. Wenn diese Dinger groß genug sind, könnte man, wenn man verrückt genug ist, darin doch eine Basis ausbauen. Mit den entsprechenden Kraftfeldern kann man das Umfeld stabil genug halten. Vivian, die Idee ist verrückt und genial zugleich. Lass uns nachschauen. Einen Moment. Nur ein Funkspruch von den Piraten. Und alles fliegt uns um die Ohren. Wir wissen nicht, wie viele Piraten in dieser Basis sind. Wir wissen auch nicht, wie viele Funkgeräte auf der Basis sind. Wenn das eine terrillianische Basis ist, nehme ich an, ist sie schwer bewaffnet. Dann müssten wir die Basis der Piraten mit einem Schlag zerstören. Bitte, mit welcher Waffe soll das möglich sein? Im Ernst. Selbst wenn wir es könnten, es wäre ein kriegerischer Akt. Dessen bin ich mir bewusst. Ich werde wohl einen Gefallen einfordern müssen. Sie kennen jemanden, der... Nein, ich will es nicht wissen. Wir ziehen uns zurück. Ich möchte nicht derjenige sein, der diesen Krieg beginnt. Nachdem Vivian und Jackson gegangen waren... Commander Fork, haben Sie das verstanden, auf was Miss Vergo angespielt hat? Captain Sixon, ich glaube dieser Frau, dass sie jemanden kennt, der zur Vernichtung des Piratenstützpunkts mit einem Schuss in der Lage ist. Die Frage ist nur, wollen wir ihn kennenlernen? So betrachtet ist es besser, nicht in der Nähe zu sein. 500 Parsec später ereignete sich im Asteroidengürtel eine Explosion, die selbst auf der Gammon, eine astronomische Einheit entfernt, noch die Schutzschilde auslöste. Bei allen Galaxien, diese Frau ist... Commander, das Wort, das Sie suchen, ist gefährlich?